Eike Immel hatte, lieber Eike, bitte nicht böse sein, Kontaktlinsen. Und bei Flutlicht hat er das nicht so ganz gut gesehen. Auch mit 56 Jahren noch gut in Schuss. Thomas Helmer, einer der Pokalhelden von 89 und Europameister 1996. Und doch ist das Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart im November 1987 etwas ganz Besonderes. Sein 48. Bundesligaspiel und bislang hat er noch nicht getroffen. Nö. Nee, da wird man nicht nervös. Nein, überhaupt nicht, nein. Ich war froh, dass ich spielen durfte oder konnte, deswegen, also nein, nervös war ich nicht. Nein. Nach dem vierten Platz in der Vorsaison läuft es in dieser Spielzeit überhaupt nicht. Mit fast unverändertem Personal. Vor dem 15. Spieltag ist Dortmund nach 4 Niederlagen in Folge Vorletzter. Und der VfB ist angereist mit Stars wie Eike Immel, Guido Buchwald und Jürgen Klinsmann. Jürgen war ja auch jemand, der im Kopf gut war, am Ball auch. Und also war schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und wir mussten immer auf ihn aufpassen. Aber ihn ganz auszuschalten war damals auch, habe ich nicht geschafft. Und ja, meine Jungs leider auch nicht. Kurz vor der Pause zieht Helmer gegen Klinsmann den Kürzeren. Wenig später heißt es 0:1. Eieiei, ganz schlechte Grätsche. Ja, hier. Da ist Klinsmann, habe ich nicht stören können. Gut, der geht auf mich, habe ich verstanden. Der BVB zur Pause erneut in Rückstand. Es droht die 5. Pleite in Folge. Dann fasst sich Thomas Helmer direkt nach der Pause ein Herz. Boah, den kann man machen. So weit habe ich nie wieder schießen können, davon abgesehen. Und diese Hosen, das ist ja Sensation. Lacht sich ja kaputt. Ja, das war auch so ein bisschen Verzweiflung natürlich, wie es immer so ist. Ne? Du gehst dann über die Mittellinie, wirst angespielt und sagst, okay, da ist keiner, den ich anspielen kann. Ich schieß doch mal einfach aufs Tor. Und Eike Immel hatte, lieber Eike, bitte nicht böse sein, Kontaktlinsen. Und bei Flutlicht hat er das nicht so ganz gut gesehen immer. Ne? Aber den konnte er trotzdem nicht halten, überhaupt nicht. Das erste Bundesligator, gleich eines der Marke Tor des Monats. Erstmal kapierst du es dann nicht, ne? So richtig. Du denkst, wie, der ist jetzt drin. Also es war schon was ganz Besonderes. Danach wird dir das dann irgendwann klar, aber das dauert ein bisschen. Und es kommt noch besser. Die 82. Minute, Freistoß für den BVB. Heute würde das ja nicht mehr als mein Tor wahrscheinlich gewertet. Abgefälscht, weiß ich gar nicht. Wenn es gut läuft in so einem Spiel, dann machst du halt das Zweite auch. Ne? Das nannte man einen Freistoßtrick. Einfach nur rübergelegt und einfach mal schießen und viel Glück. Ja. Das war eigentlich die Entscheidung, dachten wir. Falsch gedacht. In der 88. Minute gelingt den Schwaben noch der Ausgleich. Immerhin aber mal wieder ein Punktgewinn. Für mich war es ein schöner Abend. Und ich bin sicher, wir haben dann abends, spätabends bei Nobby Dickel, weil wir haben im selben Haus gewohnt. Er hatte oben die Dachterrasse, ich unten die Sutterer. Wir haben gegrillt, hundertprozentig. 527 Pflichtspiele absolviert Thomas Helmer als Fußballprofi, von denen viele wichtiger waren als jenes gegen Stuttgart. Aber es ist eben jener Abend im November 1987, als ihm der einzige Doppelpack seiner Karriere gelingt. Ja klar, das werde ich nie vergessen.